Hallo und ein freundliches Tag aus Münster. Nachdem ich in den beiden letzten Videos ja Pfeifen gezeigt habe, soll es diesmal um Tabak gehen. Woher dieser Tabak kommt und um welchen es sich natürlich genau handelt, das erfahrt ihr in diesem Video. Das Päckchen kommt aus Kiel. Dann wissen natürlich die Eingeweihten unter euch schon Kiel. Das kann nur heißen Tack. Tabak aus Kiel, Inhaber Thomas Dadasch. Dann packen wir das Ganze mal aus. Ein recht schmales Päckchen lässt darauf schließen, dass keine großen Dosen versandt wurden. Das hat einen Grund, und zwar habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, wie man so schön sagt, dass es bei Tom Darasch, für mich neu, wahrscheinlich ist es schon länger der Fall, auch kleinere Verpackungseinheiten als die üblichen 50 oder 100 Gramm oder noch größeren Gebinde gibt. Das heißt, ihr könnt für einen, liebe Grüße dabei, für einen überschaubaren Preis einfach verschiedene Tabakmischungen ja praktisch ausprobieren. Ich habe mich jetzt mal entschieden für vier Tabake. Den habe ich auch bestellt. Also, ist immer überraschend. Das Päckchen liegt jetzt schon 14 Tage bei mir, weil ich das ganz gerne mit euch teilen wollte. Und das habe ich also vor 3 oder 4 Wochen bestellt und mir war gar nicht mehr bewusst, was ich genau bestellt habe. Ich wusste, es waren 3 Tack-Mischungen, die sich für mich auf der Homepage interessant anhörten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also es sind 25 Gramm Gebinde und da habt ihr dann die Möglichkeit für teilweise 4,20 Euro, teilweise 5,20 Euro, je nach Tabaksorte, dann dementsprechend halt einfach mal was ja zu probieren, kann man sagen, in dem Sinne. Und zwar, das nehmen wir mal zur Seite, das scheinen noch weitere Proben zu sein. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Das ist zum Beispiel der Fire Brown. Dann haben wir hier den Moro Cake. Und den, ich wollte schon sagen Dark Onion mit Zwiebelgeschmack, nein, den Dark Orion oder Orion. Genau, ja. Und dann hatte ich mir nochmal bestellt einen Tabak, Hollandse Rucktabak, Feinsnede, fein geschnitten, Amsterdamer. Das soll eine Kentucky-Mischung sein, wenn ich mich recht entsinne. Das ist von McBaron. McBaron, der Amsterdamer. Genau, ja. Schauen wir noch mal. Tack. Dann kann ich euch auch noch mal genaueres dazu sagen. Also, der Amsterdamer. Amsterdamer. Genau, das ist ein Mischung aus Virginia sowie Dark Fired Kentucky, naturbelassen, fein geschnitten. Und da ich ja sehr, sehr gerne Kentucky rauche, der Kentucky von Amphora ist ja tatsächlich zu meinem, ja kann man schon so sagen, zu meinem wirklichen Lieblingstabak, am Abend zumindest, gewachsen oder in meine Tabakbar und in mein Herz hineingewachsen. Und von daher habe ich gedacht, probiere ich den auch mal aus, bin mal gespannt, was das für eine Marke ist, sag ich mal letztendlich. Jo, dann kann ich euch zu den anderen auch noch mal was sagen. Also, da haben wir den Fire Brown. Der Fire Brown. Fire Brown. Der Fire Brown. Ungewöhnlicher Blend mit modernen Tabakaromen. Ja, Virginias Latakia Black Cavendish mit Veilchen und Anis. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht geht der ja
in die Richtung von meinem Tabak. Oh, da muss ich mal eben kurz einen Cut machen. Ich muss den mal enthüllen. Ja. Also, Veilchen und Anis, der St. Bruno, den habe ich ja sehr, sehr gerne gegen Mittag in der Pfeife. Und da bin ich mal mega gespannt, ob Anis und Veilchen müsste eigentlich in die Richtung gehen von dem, was ich eigentlich bei dem St. Bruno schmecke. Und da bin ich mal echt gespannt, wie der Firebrown, da ist er ja, Firebrown, genau richtig, ob der auch in die Richtung geht. Schauen wir mal. Ja, genau, hier nochmal den abgefüllten Amphora, Kentucky, wirklich ein Tabak. Der ist eigentlich relativ simpel, der ist relativ einfach, aber wenn ich den fein aufreibe, herrlich. Ein Genuss, aber wie gesagt, am Abend, das wäre jetzt kein Tabak, den ich mir mittags in die Pfeife oder morgens in die Pfeife stopfen würde, sondern das Ganze ist dann dementsprechend halt zur späten Stunde. Und da schmeckt auch, sage ich ganz ehrlich, Whisky ganz gut dazu. Dark Orion. Da haben wir dann noch Beschreibung. Alles, was Latakia-Fans ins Schwärmen bringt. Breitbandige Aromen zwischen spröder Ledrigkeit und sanfter Süße. 40% Latakia, 30% Orient sorgen im Verbund mit einer Virginia-Mixture für einen erfüllten Rauchgenuss. Unverschämt sanft, aber höchst aromatisch. Entspannend, schmeichelt einfach. Also der Werbetext vom Tom ist schon mal nicht schlecht, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist schon Moro-Cake. Das hört sich ja schon ein bisschen nach Herr der Ringe an oder so, ne? Ja, das war Mora, glaube ich, oder? Bin ich mir nicht mehr sicher. Moro-Cake, da haben wir ihn schon. Moro-Cake created by Salvatore. Weich, würzig, süß, perfekt. Rund 50% Latakia mit etwas Black Cavendish, Prise Perik. Zu viel Perik ist nicht meins, kriege ich das Kribbeln zu sehr. Und ausgesuchten Virginia-Lagen, gepresst und reifen zu einem schönen Erlebnis für Latakia Gourmets. Nach bester italienischer Tradition perfetto. Naja, die Versprechungen sind hoch oder groß, sag ich mal. Aber was ich so bis jetzt gesehen habe oder geschmeckt und geraucht habe, sind die Tabake von Tom ja nun wirklich völlig außer jeder Diskussion, was ihre Qualität angeht. Geschmacklich reden wir wie immer natürlich über persönliche Empfindungen. Da muss jeder selber schauen. Das muss nicht jedermanns Cup of Tea sein, wie der Engländer so schön sagt. So, dann wieder noch reingepackt. Typ 1, Typ 6. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ist jetzt auch kein romantischer Name, sag ich mal. Typ 1 ergibt keinen genauen Treffer. Was ist denn dann Typ 1? Aha, Typ 1, da haben wir es. Old English, ah ja, also das scheint also auch ein Latakia. Old English, sanfte, eher herben Rauchigkeit, für Sie eine gute Ware. Virginia Latakia Mischung mit mildem, angenehmen Charakter, wie zum Klassiker, Old School, sehr viel, passt ja zum Normal, und sehr vielschichtig in den Tabakaromen. Naja, gucken wir mal. Und dann gibt es noch den Typ 6. Das ist eine kostenlose Probe, die er mir beigepackt hat. Meistermischung. Eieiei. Feine Komposition englischen Stils, beste Tabakqualitäten, pur, ohne Mätzchen, mild, sanft, ausgereift, mit sehr dezenter Raumnote, lang ausgereifter Klassiker, der sich als Kenner begeistern wird. Schauen wir mal. Die beiden Tabake habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Diese Tabake, also als Probe, diese Tabake habe ich alle voll bezahlt. Also handelt es sich hier um meine persönliche Meinung, die ich jetzt nach und nach auch in den nächsten Videos dann mal kundtun werde. Bin also da nicht gesponsert worden, wie heißt das so schön, weder verwandt noch verschwägert mit dem Tom Darasch. Ich bin eigentlich mal wieder, ich wollte schon lange bei Tom was bestellen, aber das ist dann bei mir so, ich bin vom Geschmack her schon so aufgestellt, dass ich rauche einen Tabak zwei, drei Mal und dann weiß ich eigentlich relativ schnell, da werde ich nicht mit glücklich. Und dann gebe ich den wieder weg. Und wenn man dann 100 Gramm, 50 geht ja noch, aber wenn man dann 100 Gramm zukauft, dann ist das so eine Sache. Von daher finde ich das mit diesen 25 Gramm eigentlich sehr angenehm, weil dann ist das ein überschaubarer Preis, ein überschaubares Risiko. Jo,
Lass uns mal überraschen. Ich denke mal, da der St. Bruno sowieso so gut wie leer ist, werde ich wahrscheinlich mit dem Fire Brown anfangen. Aber dazu mache ich dann ein eigenes Video. Bis dahin, Goodie.